Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. Oder wir bauen noch fix eine Brücke vor der Hordennacht. So, ich bin in der Wüste losgefahren vom letzten Mal, da haben wir aufgehört. Hab die Tagesrote vermeintlich abgehangen. Und jetzt schaue ich darüber. Ja, nee, nicht abgehangen. Die sind bloß zu blöd. Warum ist es so? Hello? Ihr da drüben? Oh, jetzt irgendwas, was richtig Schaden macht, das wäre so geil. So, wie viel sind denn das? Schwer zu sagen, ne? Vielleicht so 15. So, jetzt waren sie bis auf 2 alle im Bild, das hätte man zählen können. Okay. Kann man die treffen? Schwierig. Wo ist er hin? Da. Das war ein Durchschuss. 2 erwischt. Okay. Schluss mit dem Spaß. Es ist schon 22 Uhr irgendwas. Wahrscheinlich 47. Ja, die Idee war mir gekommen, hier eine Brücke zu bauen. Ich wollte jetzt nicht hier außen rum. Und vielleicht verwende ich den Weg auch das öftere Mal. Ist auch vielleicht nicht so richtig sinnvoll. Ich wohne hier, ne? Okay. Nö, so richtig sinnvoll ist es vielleicht nicht. Okay. Okay, weiter geht's. Ich hab hier ein paar Bäume und Büsche gehauen. Ist auch okay. Moment, reinschauen. Ich brauche ja Stickies. 56 Sticks rumgekommen. Oh, ist doch was. Ah, dachte ich jetzt, farmst erstmal bis zur Hordennacht, dann ist mir die Idee mit der Brücke gekommen. Dann sind mir die alle da drüben aufgefallen. Okay, jetzt holst du dich halt doch dazu, startest die Aufnahme. Jetzt ist das alles irgendwie nicht so. Wirklich? Wie ich mir das vorgestellt hatte? Weil ich wollte ja eigentlich bis zur Hordennacht noch Stickies farmen. Jetzt haben sie die ja vorgebeamt, ne? Ist ja geil. Autsch. Aber nur ein Teil haben sie vorgebeamt. Oder waren das jetzt so Randoms? Ja, die haben ja aber zu viel ausgehalten für irgendwelche, die hier nur so rumstehen. Ja, okay, dann mache ich mal weiter, bis die anderen vielleicht dann doch mal den Weg zu mir finden, ne? Brücke hat sich erledigt. Wow! Hallo? Nochmal, Schlag, 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 Schlag! Ah, schade. Wollte noch ein Kombo aufbauen, ging aber irgendwie nicht. Ja, das ist ätzend. Wow, seit wann ist die Marede so gut? So ganz nachvollziehen kann ich nicht, weil ja, die Klinge hat ja auch einen viel höheren Basisschaden zum Beispiel.
Der war doch gut weggemacht. Die nehme ich ja nur mit zum Farmen, weil die eigentlich inzwischen zu schwach war mit Basisschaden 31. Aber vielleicht sollte ich die doch mal aufrüsten und wieder in Betracht ziehen, ne? Leg mal weg das Ding, schauen wir, was man da reinbauen kann. Ja, Schockschanze kann man einbauen. Ja, das ist doch okay, ne? Da kann man nur das andere nicht einbauen. Reizgasemitter passt nicht rein. Und Elektroschocker. Ja, Elektroschocker war natürlich noch nice, aber das Wichtigste ist eigentlich Stromerzeuger. Schockschanze beim Angriff. Das darf man einbauen. Das ist doch okay. Da werde ich die wohl mal aufbauen müssen. So, viele Stickies passen nicht mehr rein, so wie es aussieht. Ja, ich kann natürlich hier mal so eins und eins ein Stück wegrauen, einen Ziegel. Schießpulver 2. Das verdrücken wir mal. Ein Ei. Bringt Kalorien. Brauche ich Kalorien? Sieht so aus. Lebensmittelvergiftung vielleicht. Hat sie überlebt. Alles doch gut. So, mach Räte wieder raus. Farmwerkzeug, ja. Ist die Tötungsmaschine schlechthin. Ist das Ding so stumpf, dass es keinen Busch mehr schafft? Ist ja geil. Okay, mal angucken das Ding. Das ist auf gelb, also 40%, 45% hat es jetzt, ne? Repair. Hier. Repariert. Ja, zweimal zuschlagen bei so einem Busch, das ist dann schon nervig. Also wird das Ding natürlich stumpf, ne? Es ist 23 Uhr. Wann muss ich denn zu Hause sein? Gibt es da noch viel zu tun? Müsste man da noch was tun? Weiß das jemand? Selbst wenn, bringt mir das jetzt wahrscheinlich nichts mehr. Aber hier ist ja Buschi-Paradiese. Oh ja, kann man schon eine Weile laufen. Ja, das mit der Uhrzeit ist halt ein bisschen blöd. Der Kreis, der ist ja. Der verkohlt dich ja. Der springt auch einfach mal von jetzt auf 24 Uhr einfach rum. Keine Ahnung, warum das so ist, aber. Es kommt ja vor, ne? Das war eine Ente, die da hinten flattert. Brauche ich auch, aber ja, dann weiß ich wieder nicht, wohin mit dem Ding. Da hört man sie jetzt auch noch. Sehen tue ich sie jetzt nicht mehr. Ich hab sie aus dem Auge verloren. Inventar voll. Das war's mit Stiggies, hieß es. Wie sieht's denn hier aus? Ich habe hier ganz viel handgemacht. Teile ist ja nervig. Ganz viele Schalldämpfer. Und keine Waffen dazu. Das hier. Das. Und noch ein Scope drauf. Oder haben wir schon drei Slots wieder frei? Noch irgendwo eine Schusswaffe gefunden? Sieht schlecht aus. Ja, drei Slots sind noch drei Slots. Mehr brauchen wir auch nicht. So, ich werde erstmal zu dem Trick greifen und mal speichern und neu laden. Dann weiß ich die Uhrzeit. Beziehungsweise reicht neu speichern und dann kann man im Speicherstand sehen, wie spät es wirklich ist. Es ist jetzt 5 vor halb. An dem Kreis kann man das irgendwie da rechts nicht ablesen, oder ich verstehe das Ding einfach nicht, was sie sich dabei gedacht haben. So, aber einmal mit ein paar Stickies nach Hause kommen, das wäre es einfach mal, oder? Da möchte ich das hier noch ein bisschen ausreizen. Die stehen jetzt gerade ja so schön alle auf einem Fleck. Wie spät wird das denn jetzt sein? 5 nach halb vielleicht, oder? Aber ich denke, wir hören jetzt auf. Die ist auch ganz schön erschöpft. Und der Weg ist noch ein Stück. So, ich schätze mal, es ist jetzt 23.40 Uhr. Hey. Nicht nach rechts schauen, auf die Straße gucken. Müsste ja auch eine Straße sein, die man nehmen kann.
Aber das ist ja gar nicht so weit. Hätte ich vielleicht doch noch ein bisschen farmen können. Naja, was soll's. Vielleicht gibt's noch irgendwas zu tun zu Hause. Dass man da einfach mal pünktlich ist. Uiuiui, warum leckt das so? Vielleicht wegen der riesen Base, die da geladen wird. Das mickrige Ding. Jetzt kann ich durchkommen. Ah, siehst du, weiß ich, was ich machen muss. Ich muss hier den Zaun noch wegklopfen, wieder hinbauen, den ich weggeklopft habe, so rum. Ah, jetzt park ich erstmal das Bike weg, wo es hingehört. Ja, nice, hat er mal geklappt. Aufbewahren. Geld. Das kann da bleiben. Bäume sind schön gewachsen. Jetzt baue ich erstmal den Zaun hier auf. Und dann kann ja auch die Horde kommen, da hätten wir dann alles geschafft. Warum, ne? Das ist manchmal so, du darfst das eine vor dem anderen nicht setzen, dann das andere wieder vor dem nicht und... Ach, Leute! Warum? So, was tue ich raus? Den Hammer eigentlich. So hier. Was war das jetzt für komisches Licht? Ich habe so das Gefühl, sie hat Schaden bekommen. Inventar voll, das liegt halt jetzt hier rum. Mache ich halt erstmal das und dann das. Verrückt, oder? Einfach verrückt. So, hätten wir das aufgebaut und jetzt brauche ich noch diesen einen Balken noch da drin. So. Zombie-Absperrung. Das kostet eigentlich so einen Balken in der Aufwertung auf Stufe 4. Einmal Aluminium. Ja, okay, das brauche ich ja nicht hier vorne. Gut, hier hätten wir das. Werde ich jetzt ein bisschen aus den Taschen rausräumen, dass ich einfach Platz habe für die Horde, ne? Reingeräumt. Habe ich jetzt noch ein paar Stickies dabei. Sieht nicht so aus. Ich mache lieber die Blätter da rein. Habe ich jetzt ein paar Sticks dabei. Immer das hier draufsteigen, ey. So, das da rein. Autozubehör haben wir auch ein bisschen was gefunden. Dreimal Luftreiniger, einmal Motoröl. Ein paar Pelze, die gar nicht alle reinpassen. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Platz und kann mich auf jeden Fall schon mal vorbereiten hier. Und zwar brauche ich wieder die gebratenen Sachen auf jeden Fall und frische Cola. Wo ist die hin? Jetzt. Und einen frischen Kaffee. Dann putze ich mir diese Füße noch durch. Für mehr Leben. Das sieht ja gut aus. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich auf der 3 hatte. Das ist unglaublich. Die Armbrust. Warum ist die raus? So, jetzt sind wir fertig, ne? Könnten wir jetzt noch auf dem letzten Drücker noch eine Falle aufwerten? Würde das gehen? Theoretisch wahrscheinlich schon, ne? Das hier, ich hab noch einmal da. Ja, dann mach die hier außen. Nice! Dann bräuchte ich noch zweimal Impulstransformator. Ja, vielleicht lassen sie mich ja noch hier ran. Vermutlich nicht, bis ich das Ding am Start habe. Falscher Reiter hier. Brauche ich Kupfer, da geht's schon los. Kupfer. Impuls.
Flitze, Flitze. So. Drei Fallen mehr auf die letzte Ausbaustufe. Ich habe letztes Mal extra Batterien aufgebaut, um mehr Strom für genauso Späße zu haben. Also an die Kiste her. Kurz auch mal reinschauen auf dem Strom. Irgendwas, die Drohne verbraucht zu viel. Okay, aber hier, das ist die Falle. Okay, die ist voll. Rappel voll. Sollte auch wieder an meine Position. Du verwirrst die Wegführung. Du verwirrst die Zombies. So, das. Den Piekser. Habe ich hier hingelegt. Scheinbar ist er aber gar nicht mehr so die Waffe der Wahl, weil... scheinbar die Marede gar nicht schlecht ist. So, jetzt. Ein Kaffee. Eine Coke hinterher. Und der eine Fuß ist auch gleich durch. Das dürfte der hier sein. Aufgefrischt. Und die anderen drei Sachen, die bleiben noch. Okay. Also, willkommen in der Horde. So, das letzte Mal war einiges kaputt gegangen, weil ich die Dinger zu spät angeschaltet habe. Ich mich immer wieder von dieser Schalteranlage oder hier aus meinem Steg hier wegziehen, ne? Das passiert das so oft. So, jetzt. Das hat weh. Verschwinden sie. Auch ganz selten, dass der es hier durchschafft, ne? Es wird gern wieder davor. Reflektiert! Yes! So, komm auch da jetzt her. Mal ein bisschen mitpieksen ohne Schild. Mal gucken, ob ich das Schild auffüllen kann in der Zwischenzeit. Nee, das ist gar keine gute Idee. Wie sie einfach hier nicht weggehen, es ist so nervig, ey, Leute. So, ganz schön ramponiert. Was Pendel, Alter. Also für den Sauen kann ich leider nichts. Ich kann natürlich einfach das generell ein bisschen leiser machen, aber dann ist hier alles leiser. Ich kann nicht nur die Falle leiser machen. Die eine Falle, die haben sie komplett verbockt vom Sound. Naja, müssen wir mit leben, ne? Bringt hier alles nichts, oder? Wer ist fast rausgerannt? So, andere Perspektive. Wir laufen die Umleitung, die läuft. Die hatte ich ja aufgefüllt mit den Stickies, die ich noch hatte. Den kriegst du hier einfach nicht weg. Keine Chance. Boah. Okay, hab den Sprung nicht geschafft, wegen dem Gift wahrscheinlich. Ja, die springt da irgendwie ein bisschen schlechter. Raus mit dir, verschwinde! So, jetzt stehe ich wieder hier. Oder auch nicht. Ja, von denen haben wir so viel immer am Start. So, aber jetzt stehe ich wieder hier. Na, die laufen schön die Runde, es funktioniert. Ich hoffe, dass die aufgeladenen Fallen jetzt einfach die viel mehr beschädigen.
Aber Gift kommt gut rum, ne? Die kommen alle Leder hier an. So nice. So, wir würden jetzt gerne mal auf die andere Seite schauen, wie es da so aussieht. Ja, ist auch gut besucht. Kann man nicht sagen, dass er leer ist. Das ist nur echt schwierig, aus der Perspektive dahin zu schauen. Jetzt kommt er ja durch, ne? Wenn du das schon aktiviert gehabt. Muss das Ausrüstung reparieren. Handgemacht. Reparieren. Handschuhe, Stiefel, Schild. Mach den Rest auch gleich noch. Moment, da war noch was. Das hier. So, alles fett. Ja. Yeah. Bleib stehen, bleib standhaft. Schub ihn doch zurück, das müsste einfach gehen. Hochspringen, den voll in den Kopf, dann müsste er nach hinten flippen, oder? Was soll das? Wo ist er jetzt hin? Ich hab jetzt gesehen, wo das sich hin verabschiedet hat. Okay, Schild ist gleich durch. Ich will es mal mit auffüllen. Auf Kosten des Lebens. Zu viel Leben gekostet. Was damit? Uiuiui, Schild wieder down. Ohne dem wäre ich jetzt platt gewesen, ne? Hätte ich da in dem Moment das Schild unten gehabt. Falsch, was ist das hier? Wieder falsch. Uiuiui. Das üben wir mal noch. Standhaft bleiben. Wände, die runterschubsen, nicht mich. Okay, wieder hin. Wenn wir mal alle weg sind von da unten, wenn das mal irgendwie klappen würde, möchte ich mal meine Fallenanlage durch den Zaun mal abchecken. Und ich fange direkt hier mal an. Das ist okay, 75, 84, 64 der Balken. Ja, dann müsste es doch den Fallen da unten noch gut gehen, oder? Ob die jetzt alle weg sind? Letztes Mal schon. Ach du Schreck, was ist denn das hier? 52 oder sowas. Aber wieder was. Boah, 39%, seid ihr verrückt. Die Fallenanlage funktioniert nicht mehr. Es klappt so nicht. Ich verliere jedes Mal Fallen. Jetzt habe ich da ein bisschen durchrepariert auf der rechten Seite. Es gibt aber noch die linke Seite. Und bis in die dritte Reihe komme ich ja gar nicht. Ich schaffe ja höchstens zwei Reihen. So, Leben sieht gut aus. Könnte hier mal ein bisschen freier werden, dann würde ich gerne mal nach links schauen wollen. Wird nicht frei. Sterbt doch mal jetzt hier. Dann ich euch vielleicht ein bisschen Feuer machen. So. Und jetzt möchte ich hier schauen. 60er ist dabei. 78 ist es nicht. Oh, war das? War das? Ach komm schon jetzt, gib mir jetzt das kaputte Teil, wo ist das hin? Da war's wieder. Ach komm jetzt. Geh ich ja drauf, ey. Muss ja weg, sind so viele von denen da.
Hab's nicht geschafft. Okay, ich bin jetzt kein Freund von Pillen, aber ich nehme einfach mal eine. Wollen nicht sterben, ne? Stell mich mal hier hin wieder. Ah, da ist irgendwas richtig fett kaputt. Und ich hab's nicht geschafft. Komm schon, gib mir's jetzt. Ah, ich hab's erwischt. Das war's, weil ich noch 5% oder sowas habe ich schon. Weiß natürlich nicht, was es war, ob es unwichtig gewesen ist, aber ich schätze, es war so ein Balken mehr. Die springt zu weit jetzt, Der Doppelsprung klappt nicht mehr so einfach. Muss man abbremsen. So. Jetzt aber der Hof richtig voll. Jetzt muss ich mal eine ganze Weile hier stehen bleiben. Spring, 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 spring. Oh. So, jetzt. Und lass das bitte mich zu ziehen. Boah, jetzt hat die Umleitung aber richtig strapaziert. Ein Uhr erst, das fühlt sich mega stressig an. Der Hof dürfte wieder frei sein. Das ist die Frage. Gucke ich jetzt schon wieder nach Schäden? Nutze ich jede freie Sekunde? Schwierig, schwierig, schwierig. Ich probier's mal. Was war denn das jetzt schon wieder? Alter. Ui. 15%. Ja, ich weiß, dass der da ist, aber bringt ja nichts. Muss doch reparieren. Okay, jetzt sind wieder ein paar unten, ein paar viele von den blauen. Schild raus. Reinstellen, hoffe, dass mich keiner zieht. Dass die Fallen jetzt so derb kaputt gehen, das ist echt übel. Ich frage mich jetzt gerade, ob es vielleicht besser wäre, die Haltbarkeits-Mods einzubauen in die Fallen. Dann machen die halt weniger Schaden, ne? Die Umleitung kaputt oder wo kommt ihr her? Oh oh. Weiterlaufen. Okay, der eine geht auf jeden Fall noch. Hier kommt hier einer nach dem anderen durch. Jetzt. So, 59 ist okay. Das ist ja auch dieses Aluminium. Das fällt ja mehr aus. In der Theorie zumindest. Ja, vielleicht sind die ersten schon leer. Kommt auf jeden Fall einer jetzt von hinten gelaufen. Okay. Ne, nur einer leer. Die reagieren einfach zu langsam. Den mit 4 habe ich mal aufgefüllt. Wieder hinstellen. So, das Werkzeug nochmal raus, sonst werde ich... Ah, er hat probiert. Das ist aber an dem anderen hängen geblieben. Kann das sein? Geil. Laufen meine Schocker? Ja, die laufen schon. Irgendwie, die sterben nicht. Geht doch drauf jetzt hier. Okay, dann mache ich jetzt. Sind die wahrscheinlich alle weg. Ein Check auf der linken Seite. Das war das Falsche. Du läufst einen Millimeter rüber und bekommst das Teil dann nicht mehr. Was du gerade eben bekommen hattest.
Aber okay, es ist jetzt nur 67. Probierst du es nochmal beim Kosten vorbeilaufen? Nö. Nö. Wir verschwinden von hier. Lass mal wieder ein paar Flocken. So, Umleitung. Ich überlege, ganz am Anfang habe ich ja ohne diese Umleitung da hier gestanden. Das wäre überhaupt nicht mehr möglich. Kein Stück. Wie leistet so gute Dienste? Das ist so eine einfache Konstruktion. Heftig. Muss das Ausrüstung reparieren? Was ist denn wieder kaputt? Ich will das nicht, also irgendwas von der Rüstung. Handgemacht, reparieren, da war einiges kaputt. Stiefel, Oberteil, fast, Handschuhe. Verpiss dich. So, klare Worte. So, die werden verstanden. Okay. Nehmen den Hamburger noch. Ich war schon wieder raus. Schon wieder ein Punkt, wo ich das Ding ja nicht kicken kann, ne? Will einfach nicht. Das ist ein Mist. Inzwischen dash der nächste durch. Weg hier. Uiuiui. Ah, es werden mehr wegen einem so einen Crawler, den ich jetzt losgeworden bin. Oh oh. Weg hier. Okay, dann nehmen sie die Umleitung. Ist okay, ich muss meine Position mal kurz aufgeben. 69, irgend sowas. Oh, da war was mit. 32. Komme ich jetzt natürlich nicht dran, hier ist schon viel zu viel los. Muss ich gleich nochmal hin, wenn ich die alle hier los bin. Oh, das war knapp im Pendel. Es ist wieder mehr Arbeit, es war zwischendurch mal ein bisschen relaxed, aber jetzt geht schon wieder das erste Zeug kaputt. Das ist doch ein Mist, ey. Sind jetzt alle weg? Könnte sein, ne? Mach das mal. Das war das Falsche. Hat's geschafft, aber geschockt. Ja, ist ja wieder gut. Ist ja wieder gut. Oh, das war aber vielleicht nur noch bei 5%. Da habe ich auf jeden Fall das Richtige erwischt. So, wieder hinstellen. Oh wei. Nein, es ist kein Stress, es ist nur reiner Spaß. Hier geht's mit den Schäden, den sonst nur weggeklopft hat, hier den klopft halt gar nicht weg. Was heißt gar nicht, der ist bei 50%, klar, aber die macht da unten so viel Randale. So, aber es müsste jetzt die Endwelle sein, der rote Schädel da ist verschwunden. Das heißt nicht, dass sie keinen Schaden mehr machen. Suchen wir jetzt noch was Schweres. 60 ist dann egal, wenn es jetzt die Endwelle ist. Okay, sag mal, das überlebt alles. Stelle ich mich jetzt kurz hin, dass die wieder den Weg finden. Weg hier mit dir. Bah. Boah, der nächste durchgekommen. Ui, jetzt aber voll. Ui, war knapp im Pendel mal wieder.
Hallo, pendel den mal weg, danke. Verstehe ich schon gar nicht schlecht, ne? Ja, die Umleitung ist nicht schnell genug, seht ihr das? Ah, Feuer drin. Das Ding abgerissen, hört aufzufüllen. Ah, wenn du das Teil anders. Das ist so nervig. Das ist einfach dieselbe Taste. Wollte ich wieder was abreißen. Leg das Ding weg. Alter, hier sind so viele. Ich war nur mal ganz kurz weg von der Tür. Das gibt's ja nicht. Schocker sind aus, oder? Nee, laufen noch. Was ist denn hier los? Geht doch drauf jetzt. Aber das schafft die Umleitung nicht, was da jetzt kommt. Keine Chance. Ah, schon wieder. Leg das Ding weg. Blöd ist einfach die gleiche Taste. So, zwei waren leer. Aber so ein Ansturm schafft die Umleitung halt so und auch so nicht. So, das nochmal gucken. Das hält gut aus hier. Müsste alles gut sein, oder? Ja, es ist alles okay. Hallo? Reflektiert. Da willst du wieder hier rein, oder was? Ja, ist doch gut. Sind wir uns da einig. Da streite ich nicht mit dir rum. Ah ja. Oh, wirft ein Auge auf mich, ne? Wie er rückwärts da wegläuft. Könnt ihr jetzt einfach zu mir laufen, bitte? Hört auf, was zu zerstören. So, mir geht's gut. Die zwei Gerichte sind gleich durch, also das denke ich mal ist irrelevant. Alter, ist mehr kaputt wie gedacht. Oh Mann, warum? Drei Fallen rausgeschlagen, es war eine von den guten, ne? 9%, das obwohl ich des Öfteren hier war und hab die vielleicht sogar mal erwischt mit reparieren. Ich weiß es natürlich nicht. 24, wo ich draufstehe. 17, das ist... Das ist ja komplett hinüber hier. Erstmal so ein Querbalken erwischt, okay. Der ist aber bei 95, also die randalieren hier einfach wie Sau. Puh, andere Seite auch. Ach kommt schon, was soll das jedes Mal? Das 26% das Teil. Was? Na gut, habe ich wahrscheinlich mal erwischt mit reparieren, weil es war auf 99 das auch. Na, hier fällt mal was auf. Das ist auch einfacher mit gucken, was kaputt ist. 53%. Den habe ich auch bekommen, der hat 100. Ja, was Goldenes dabei. Da muss aber jetzt mal was richtig Gutes dabei sein, ey. Jetzt diese Schäden hier, Leute. Wow. So, hier passiert im Prinzip nichts an dem Zaun. Hier schon, hier schlagen die halt einfach irgendwie immer blöd rum. Wo sie doch von dem Ding pausenlos gemetzelt werden, schlagen die hier irgendwie. Ist vielleicht doch noch zu viel Platz hier dazwischen. Vielleicht stehen sie dann dort und schlagen da. Es ist natürlich auch jetzt nicht so
einfach, das während der Horde zu sehen. Klar, wenn ich jetzt im Schnitt bin oder das Video mir jetzt anschaue, dann sehe ich es vielleicht, ob da welche abgeparkt haben an den Stellen. Na gut, jetzt hebe ich das erstmal hier ein bisschen auf, das Zeug. Es ist eigentlich schon gar nicht so schlecht gelaufen. Also es ist ja jetzt die Nacht ohne Riesen, da kommen ja gefühlt einfach viel mehr Zombies. Ob das jetzt wirklich stimmt, weiß ich es nicht. Und wie viel mehr das ist. Aber es macht ja auch Sinn, dass man jetzt die Riesen, die da fehlen, immer in jeder zweiten Nacht, dass man die quasi ja mit, ja, sag mal, normalen Zombies auffüllt, ne? Und dafür, dass es im Endeffekt so viele waren, ist es dann doch recht gut gelaufen. So, das goldene Teil war quasi eine MP5 oder sowas und ein Rohr. Ja, super. Mist. Müll. Goodie. So, jetzt schauen wir mal auf den Strom. Dass ich schon etwa weiß, was ich jetzt so hier noch ausgeben kann bei der nächsten Fallenerweiterung. Muss ja auf jeden Fall irgendwas passieren, ne? Es läuft ja nicht mehr. Das sind die Schocker. Sieht gut aus, ne? Volle Batterie noch. Das ist die normale Falle. Sieht nicht mehr ganz so gut aus, aber vielleicht auch noch eine knappe volle Batterie. Also 3, 4 von diesen T4-Fallen kann man sich vielleicht noch leisten. Vom Strom her. Aber ich kann ja auch noch mehr Batterien hinbauen, ne? Also bessere. So, jetzt muss ich erst ein bisschen was loswerden. Ach komm, den Rest von den Schäden, jetzt checken wir erst einfach das nächste Mal. Ich bin doch gar nicht gestorben. Sprungkraft. Das ist hier eigentlich auch ein Gewinn. Bin letzte Hordennacht schon nicht gestorben, die Hordennacht, diese Hordennacht auch nicht. Da soll ich auch mal ein bisschen über sowas freuen. Scheiß auf die Schäden, so ist es halt. Wird wahrscheinlich nie ausbleiben. Also vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch ein bisschen unterhalten hat, lasst gerne mal ein Like da, ein Abo natürlich sowieso wie immer. Ein Kommentar gern auch, was man vielleicht noch so machen könnte oder nicht. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen was upgraden hier. Ciao Leute!